Hallo und willkommen zurück zu End of Fate. Seit dem letzten Mal scheinen wieder einige Patches gekommen zu sein. Wir sind jetzt bei der 1.2.12. Ich glaube, das letzte Mal habe ich 1.2.08 oder 09 gehabt. Und ja, das heißt auch natürlich logischerweise, ich habe eine Weile jetzt nicht spielen können. Ihr habt doch gemerkt, es gab ziemlich wenige Folgen und die waren alle noch sozusagen von vor 3 Folgen oder so, da war die Aufnahme, das heißt, ich bin auch ziemlich doll raus. Ich werde jetzt einmal einen Endlos-Mode machen und danach werde ich mal wieder ein Deck zusammenbauen für einen Story-Mode. Gucken, wie lange der Endlos-Mode jetzt dauert und wie ich mich anstelle. Kann sein, dass ich sofort sterbe, wie gesagt, ich bin aus der Übung, aber dann ist es wenigstens eine Übung für den Story-Mode danach, dass ich ihn nochmal versuche zu begegnen. So, das heißt Endlos-Mode, aber diesmal nicht mit diesem eisernen Hunger, sondern wollen wir wieder einen speziellen machen? Geschickt im Kampf, jedoch für den Pech verfolgt. Aha. Das würde ich vielleicht nehmen, weil ich sowieso immer nicht so eine hohe Kombo hinkriege durchs Quatschen. Hat der noch irgendwas an Ausstattung? 70 HP nur, Maxgesundheit 70, Ration 20 plus 5. Durch Nahrung gehaltene Gesundheit 4, durch Hunger verlorene Gesundheit 10. Schattenschwert. Drücke E, um einen Giftpfeil zu werfen. Effektiv gegen Räuber. Das hört sich ja gut an. Leichte Rüstung. Ring des Rückblicks. Alle Begegnungskarten werden offengelegt, wenn die nächsten Treppen erreicht werden. Okay, das ist normal. Ring des Händlers. Alle Läden werden offengelegt, wenn du ein neues Gebiet betrittst. Das ist auch normal. Helm des Schattenagenten. Beim Betreten einer Ebene werden alle Begegnungen angezeigt, die das Spiel mit Chancenkarten beinhalten können. Aha. Mordserie. Für den getöteten Gegner erhält der Spieler einen kombinierbaren Bonus auf Geschwindigkeit und Schaden. Erleidet man Schaden, wird der Bonus auf 0 zurückgesetzt. Das kenne ich auch irgendwo her. Ich glaube, das ist auch normal. Aber das ist auf jeden Fall bei dem Deck mit drin. Und das ist schon nicht schlecht, bis man zumindest einen anderen Helm hat. Dann könnte man bestimmte Sachen nämlich leichter freischalten, aber 70 Max-Gesundheit wird schwer. Der ist halt schlechter am Kämpfen sozusagen. Ich würde das mal probieren. Wir probieren mal den Typen. Und irgendeine Begegnung war auch dabei, aber die werden wir dann sehen, wenn wir die haben, was das ist. As long as you play and persist, we will continue to draw closer to a resolution. Ja, ist ja gut. Das ist der gute Ring, der heftige, der mich reich macht. Cool. Das bräuchte ich, wenn ich irgendeinen Typen habe, der sich von Gold ernährt oder so. Der Spieler erhält nach jeder Begegnung plus ein Gold pro Ring, einschließlich dieses Rings. Wunderbar. Und Echsenesser erhält eine Ration für jede getötete Echse. Abgesehen davon, dass wir am Anfang noch nicht stark sind gegen Echsen, ist es schon mal nicht schlecht. Was ist das jetzt? Achso, das ist so eine Chancenkartenbegegnung. Glaube ich. Oder? Mal gucken. Der Feuertiegel. Ja, da ist Chancenkarte, glaube ich. Doch gewährt man nur denjenigen Abenteuerdurchgang, die den Feuertiegel gelangen. Da muss ich mehrmals kämpfen und ich habe gerade kaum aus. Also wo? Ich habe diese Giftpfeile, ne? Ich habe leichte Rüstung. Ich versuche mal den Fluss zu durchschwimmen. Als du hineinspringst, strömt das Wasser schnell und tief um dich herum. So, und jetzt haben wir nämlich Chancenkarten. Es ist eine langsame Bewegung gewesen, genau. Damit war es relativ absehbar, wobei die unteren Karten schwer zu unterscheiden sind. Ob die nur, wenn sie langsam gehen, weiß ich, dann gehen sie nach links oder rechts nur ein Feld. Wenn sie schnell reingehen, gehen sie nach links oder rechts zwei Felder. Aber das Problem ist, ich weiß eben nicht, ob links oder rechts. So, ich habe noch 4 Gold gefunden, sehr schön, weil ich die Leichtrüstung noch habe. Hilfe für den Händler. Wir haben noch kein Gold, ne? Wirst du vom Inhaber angesprochen. Er hat einige Gegenstände, die er als Pfand behält. Wenn du dieses Gold übergibst, könntest du zum Dank... Letztes Mal hat uns das umgebracht, weil wir nur die Hälfte des Goldes gekriegt haben. Ne, vorletztes Mal war das. Ah, oh, war das nervig. Aber das würde ich diesmal wieder machen, weil aktuell haben wir nicht so ein Problem, hoffe ich. So, das kennen wir ja. Wir kriegen die Bürde und 100 Gold. Und das 100 Gold zum Abgeben. I am proud of my array of curses. Gut, direkt nebenan. Ich würde gerne wissen, was da drunter war. Er erhört mich, dass das nicht mehr erreichbar ist. Hier sind deine 100 Gold, genau. Vielen Dank. Du kannst dir eines dieser Ausrüstungsteile aussuchen, die ich als Pfand behalten habe. Frosttower? Helm? Haben wir erstmal einen guten? Ich würde sagen Frosttower, oder?
Giftpfeil oder Frostkegel? Frostkegel trifft mehrere. Wie viel hat denn das aktuelle Schwert gehabt? 18 nur. Ja, dann ist es schon besser mit dem Frosthauer. So, muss ich auch dran. Jetzt ist der nächste mit Geld. Na gut, ich habe 27 Gold. Wenn er nur 20 will, geht das. Gib ihm 10 Gold. Ja, gut. Wunderbar. Goldrückzahlung. Nach 10 Schritten zieht der Spieler 3 Goldkarten. Hoffen wir mal, dass mehr als 10 Gold sind. Wäre ärgerlich, wenn das nur so 3, 1, 3 oder so sind, dann habe ich ja weniger Gold nachher gekriegt. Aber naja, man hat ja eine Chance auf mehr. Geh an Bord des Schiffs. Echsen kommen noch nicht. Aber wir haben auch keinen einzigen Kampf gehabt, oder? Fallen verursachen jetzt schon 10% mehr Schaden. Normal. Fallen bringen mich gerne mal um. Erz. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Aber es gibt noch irgendwie eine andere Karte, wo man das brauchen kann. Aber ich weiß nicht, ob ich die freischalten muss oder ob die jetzt bei einem Endlos-Mode auch so vorkommen kann. Aber mal gucken. Also habe ich irgendwo mal gelesen, als ich da geguckt habe, wie das funktioniert mit dem Erz. Während du einer besonders unwegsamen Fahrt über einen Bergkamm folgst, tut sich unter dir eine dunkle Klamm auf. Ja, kletter hinunter, um dann zu sehen, was da glänzt. Und wir haben das Erz. So, hier sind jetzt zwei Chancenkarten-Dinger. Hinterhalt. Mal gucken. Achso, dass ich den jetzt sozusagen versuche, achso, nachher dann zu beklauen. Genau, das ist die Chance. Ich dann versuche, die zu beklauen. Wir müssen daran denken, wir haben eine Waffenfähigkeit. Das darf ich nicht vergessen. Hat geleckt. Ah, falsch. Das war die falsche Taste. Ich muss mir an die Tasten wieder gewöhnen. Oh, voll daneben. Aber gut gemacht. Ich muss auch daran denken, hier sind Fallen am Rand. Einfrieren! Ich glaube, der andere war schon tot. Cool. Ja gut, die Waffe war jetzt noch nicht so erfolgreich. Zumal sie gegen Echsen das Eis gut ist. Gegen die Echsen ist das Eis gut, weil die ja sozusagen feuerspuckende Echsen sind. Schleiche den an und töte sie. Genau, das ist nämlich der Chancenpunkt. Und es soll mir leichter fallen, das heißt theoretisch, ja gut, das hier ist die falsche Karte. Theoretisch müsste ich ja dann immer noch langsame Bewegungen jetzt haben. Irgendwann wird sich das wahrscheinlich beschleunigen. Ziehe 3, lege sie weg oder wieder oben auf den Stapel. Jetzt muss ich mir entscheiden. Oh, was ist das? Rüstung des Wächters. Ich kann die nicht angucken, oder? Wenn ich jetzt klicke, wird da unten oder oben gemacht. Rüstung des Wächters, ich möchte gerne wissen, was es ist. Und der Donnerschlag ist natürlich auch wunderbar. Also oben drauf. Erhalte 3 Rationen. Ziehe 3, prüfe und lege sie zurück. Achso, die 3 Bewegungen. Das ist ja ein Würfel. Ah, wegen Chancendingens. Gut. Auch nicht schlecht. Was war das jetzt? Achso, hier, das da ist auch nur einfach ein Überfall. So, Höhlenrettung. Da kriegt man auch Schätze. Staub, Staub, okay. Soll ich mal verhandeln? Das ist bestimmt so ein Glücksdingens. Biete ihnen 10 Gold für die Freilassung des Meeres. Ich bin ja nicht so gut im Kampf, ne? Wir können ja mal sowas machen. Die Piraten nehmen dein Angebot an. Das Mädchen verspricht dir zum Dank Vorräte im Wald zu hinterlassen und flieht dann in den Schatten. Hat sie jetzt hier hinten Vorräte hinterlassen? Na gut. Nicht mal die Chancenkarte genutzt. Ich dachte, ich krieg noch was anderes. Aber immerhin Vorräte irgendwo. Eine Monsterkarte und hier angreifen. Mir wird kein Gold abgegeben. Zumal das wieder nur ein paar Diebe sind. Langweilig. Der Anfang ist immer so easy und dann plötzlich kommt da so ein Schwierigkeitsgradanstieg oder sowas. Ich muss gucken, ob hier irgendwo Pfeile fallen sind. Gut, war schon. Ich habe nicht mal eine Fähigkeit benutzt und aber auch nicht Schaden bekommen. Also ein bisschen kriege ich es hin, aber es sind noch wenige Gegner. Das geht noch. So, 3 Gewinnkarten, eine Ausrüstung. Zehrende Scham. Hochvergiftet, okay. Das heißt, ich kann dann vergiften meine Waffe. 10 Vorräte, ist schon mal wunderbar. Und 13 Gold, okay. Wir sammeln ja eh ganz schön viel Gold. So, da haben wir jetzt die 5 Vorräte gekriegt, die andere verteilt hat. So, haben wir jetzt schon Echsen dabei? Ich glaube nicht, da waren jetzt Pest und Schädel.
Ziehe einen Fluch. Spieler kann nichts ver... Sie muss ich loswerden. Bitte lass irgendwo ein Shop sein zum ver... Ah, Priester ist doch zum Loswerden, ne? Ich hab ja Gold. As long as you play and persist, we will continue to draw closer to a resolution. Wir haben auch genug Futter, um zur Not nochmal da lang und nochmal da lang zu gehen. Und wir können dann zur Not wahrscheinlich auch kaufen. Erstmal Fluch wieder loswerden, sofort. Das ist ja ein ganz ekliger Fluch. Flüche entfernen. Wie viel würde das kosten? 300. Ja, das kann man ganz billig loswerden. Gut. Jetzt gucken wir mal, was für Segen es hier gibt. Spieler richtet dreifachen Schaden an betäubten Gegnern an. Wann immer der Spieler ein Artefakt benutzt, besteht eine Chance von 30%, dass die Cooldown-Zeit... Achso. Wann immer der Spieler Ration ist, erhält er einen doppelten Heilungseffekt. Ja, ist noch ein bisschen teuer. Was würden wir für das Schwert kriegen? 4 Gold. Sonst haben wir alles ausgerüstet. Was für Rationen haben die? 5 im Maximum. Na nö, da behalten wir erstmal das Geld, weil manchmal braucht man ja für irgendwelche Events Geld. Und wir haben den Fluch ja schon entfernt, das heißt, es ist ja alles erstmal gut. Ah, doch, bisher läuft's gut. Ich würde gerne ein bisschen mehr Max HP haben oder sowas. Und jetzt kriegen wir noch das Geld für die... Ja, sehr gut. Jetzt haben wir nämlich diese ganzen Gold von dem Typen da gekriegt, wo wir Geld geliehen haben. Mondblumenfeld teleportiert mich sonst wohin, ne? Ach Gottchen. Jetzt wissen wir nicht mal, wo der Ausgang ist. Da ist eine Chancenkarte, das heißt, das ist nicht der Ausgang. Dann gehen wir erstmal dahin. Der Altar, okay. Möchtest du am Altar beten? Ja, wir haben ja besseres Glück bei Chancen, aber wir haben nur 2 Erfolge und einen enormen Fehlschlag. Das ist der normale Fehlschlag. Erfolg, ja! Gut. Hier eine Segenskarte. Kritische Treffer errichtet, dreifachen Schaden am betäubten Gegner. Das hätten wir auch kaufen können. Das heißt, da gibt es jetzt andere zu kaufen wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen unbedingt nochmal in den Shop rein, wenn wir ihn finden. Das ist der Ausgang. Da wollen wir noch hin. Das Landrattennest 3 und das Landrattennest 4 hintereinander. Ist ja geil. Und davor haben wir noch den Shop zum Gucken. Ja, ich will noch hier bleiben. Sail away and see what you will find. Kehre um. Vor allem das Landrattennest und hier geht's dann mit Schiff weiter. Und wir sind noch mit Schiff angekommen. Das heißt, wir sind sozusagen auf einer kleinen Insel mit einem Mondblumenfeld. Ruf nach dem Priester. Und natürlich nochmal Altar. Hinter Mondblumenfeld. Gehe zum Laden und jetzt gucken wir mal, ob er andere Segen hat und vor allem, wir haben einen Haufen Geld. Wir können uns sogar was kaufen. Segen kaufen. Segen schafft ich. Axt getötete Gegner gewährt dem Spieler 3 Gesundheit. Wann immer der Spieler ein Artefakt benutzt, das kennen wir schon. Und Untote, die den Spieler physisch angreifen, hat einen eventuell Selbstschaden. Okay, das wäre gut, wenn wir eine Axt benutzen würden. Aktuell bringt uns das, obwohl, wir haben ja Artefakt, ne? Aber so oft benutzt man die nicht. Und würde den Spieler physisch angreifen? Allein selbst Schaden. Naja, Damage Reflect ist jetzt nicht so das Tollste. Dann mal bei Rationen reingucken, da sind noch die gleichen, okay. Naja, kann man ja hier mal 5 mitnehmen. Wenn wir dann nochmal zurückkommen. Hat der dann wieder andere Segen? Oder ist das nur, weil ich den Innensegen hatte, dass er ersetzt wurde? Weiß ich jetzt nicht genau. So, Landrattennest 3. As you plunder the secrets of your memories, you'll gain new cards. Some you'll wish you'd left untouched. Neuigkeiten von unserem Freund dem Beutelschneider. Er scheint sich dafür schuldig zu fühlen. Das hat man schon mal. Bin mir sicher, hätte dich gesehen, wüsste er, dass er kein schlechtes Gewissen haben braucht. Er hat Kunde von einer Sekte von Echsenmännern, die anscheinend den Kraken der Wassergottheit. Genau, das kennen wir alles schon. Sümpfen finde heraus, was Fanatismus uns irgendwelchen Kraken verraten. Und sei verdammt nochmal vorsichtig, diese Tage bist du meine komplette Kundschaft. Das Zeichen der Karte gehört jetzt dir. Wir haben aber schon das nächste freigeschalten aus irgendeinem Grund. Das heißt, wenn jetzt das Spiel nicht abstürzt oder mir irgendwie verloren geht, dann müsste ich das alles noch haben. Du kehrst ins Landrattennest zurück, um zu erfahren, was Carlo vorhat. Man erkennt schon gar nicht mehr, dass Magier und Räuber die Kneipe überfallen haben. Es sieht genauso heruntergekommen und marode wie immer aus. Carlo begrüßt dich freudig. Mit trockenem Boden unter den Füßen lässt sich wohl kaum noch mehr über unseren Unterwassererzfeind in Erfahrung bringen. Unser nächster Schritt muss uns auf hohe See führen. Ich habe mir die Informationen, die du im Hafen von Homburg gefunden hast, genau angesehen und mit denen des Beutelschneiders verglichen. Ich glaube, ich habe einen Plan. Carlo weist auf ein Sammelsurium an Papieren und Karten.
auf ein Sammelsurium an Papiere und Karten, die über zwei Tische verteilt sind. Mit Gästen der Kneipe wäre dies vielleicht ein Problem, doch wie üblich sind die einzigen Anwesenden im Laden Landrattennest der traumatisierte, wasserscheue Captain und du selbst. Der nahegelegene Hafen von Estersee, keine Sorge, dieser ist viel achtbarer, hat viele Handelsrouten, die den gleichen Kursen wie die Schmuggler folgen. Ich glaube, wenn wir dich an Bord eines solchen Schiffs bekommen, hast du die beste Aussicht auf das schaurigste Spektakel in allen Landen. Das Zeichen dieser Karte gehört es dir. Gut, das waren jetzt zwei Textkarten sozusagen. Und wir haben jetzt beide Folgesachen freigeschalten. Ich dachte eigentlich immer, aus dies würde das folgen, aber ist wohl nicht so. Jetzt könnte man nochmal hier reingehen. Werde ich auch machen. Hab immer noch die Chance, da irgendwas anderes zu finden. Also beim Video muss ich dann wahrscheinlich hier irgendeinen Überspringen-Button machen, dass die ganze Etage nur Text und dreimal in den Shop reingucken ist. Halt die Berührung, kennen wir, okay. Dann lassen wir es sein. Neue Nahrung? Nein. Dann lassen wir es sein, wie gesagt. Wir brauchen jetzt auch keine Nahrung kaufen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass beim nächsten Dingens nochmal mehr Nahrung kommt. Und wir finden ja noch andere Shops. Ich würde lieber Zähne kaufen, die sind meistens günstiger. Vom Einzelpreis heruntergerechnet. Geh an Bord des Schiffs. So, jetzt werden bestimmt Echsen kommen. Schuppen. Ja, jede Menge Schuppen. Irgendwas war da jetzt mit Schuppen. Achso, ich habe den Segen, dass ich Futter kriege für Schuppen. Genau. Oh, ich habe irgendein Achievement gekriegt. Ich glaube, dass ich noch gar keinen Schaden gekriegt habe bisher. Endlos verflucht. Zeitverzerrung. Kampf bewegen sich alle 20% schneller und allein 50% mehr Schaden durch alle Angriffsarten. Das heißt, auch die Gegner sind schneller und auch die Gegner erleiden mehr Schaden. Aber auch ich erleide mehr Schaden und ich habe nur eine leichte Rüstung, das nervt. Schauen wir mal, die Echsenkuppel, das kennen wir. Da müssen wir ohne Ausrüstung kämpfen, ne? Gegen Untergrund ganz ohne deine Ausrüstung kämpfst. Die Segen zählen ja trotzdem, ne? Und zwei Schuppen könnte ich vielleicht besser kontern als vier Staub. Obwohl, vier Staub geht auch. Ich weiß nicht, ob Fallen da sind. Ich nehme mal zwei Schuppen, da kriege ich eine Augen für. Gut, du bereitest dich auf deinen Kampf. Oh, Gottes Willen, habe ich viel Ausrüstung gerade abgeben müssen, weil ohne Ausrüstung kämpfen und so. Das ist natürlich jetzt was anderes. Die haben ja manchmal die Attacke, die nicht konterbar ist. Aber ich sollte vielleicht dann durchs Feuer durchrennen. Nicht reinrennen. Jetzt durch. So, und die, wenn die jetzt hier durchrennen, werden sie hoffentlich gleich mal jetzt mich selber ins Feuer reingerannt. Mist. Wenn ich die töte, kriege ich Nahrung. Das ist jetzt das, was mich daran interessiert. Stimmt ja. Kann ja nicht kontern, weil ich ja kein Schild habe. Boah. Da sehe ich ja auch nicht die Striche drüber. Bei einer eigentlich konterbaren Attacke. Nein, ach, doch zu spät. Ich dachte, kann ich vielleicht noch. Der Jene ist tot, wa? Yeah, beide davon getötet worden. Oh, ich habe ziemlich viel HP durch das Feuer verloren, das nervt. Aber immerhin haben wir es geschafft. Und ich krieg zwei Nahrung, glaube ich, ne? Oder hab zwei Nahrung gekriegt. Gottes Willen. So, vier Gewinnkarten. Das war es mir wert, finde ich. Drei Rationen. 10 Gesundheit, ein Heiltrank, okay. 50 Gesundheit, na gut. Hätte man noch Max Gesundheit haben können. Und 5 Rationen. Hier ist eine Chancenkarte und Gold. Da ist Chancenkarte, da ist Chancenkarte, da ist Chance. Ich würde so rumgehen und dann mal gucken. Das wird ja der Ausgang sein. Mal gucken, erstmal hier lang. Wirtshauswette. Gruppe von, ja, gut. Was müssen wir bieten? Ja, ich setze 20 Gold gegen sein Gold. Ich habe genug davon, selbst wenn ich verliere. Und es sollte uns leichter fallen, hieß es mal. Geber zieht dir eine Gewinnkarte. Habe ich jetzt zusätzlich zu den 20 Gold nochmal 3 Gold gekriegt? Na klasse. So, hier sind Chancenkarten. Mal gucken. Golem Angriffstrupp. Achso, wegen. Wenn ich jetzt wegrennen will, deswegen ist das Chancenkarte. 2 Lava Golems. Ah, wir haben wieder die gute Ausrüstung wenigstens. Greife an. Achso, ist auch schon Chancenkarte. Na gut. Ich will ja die Golem Angriffstrupps auch mal freischalten, das Dings. Gut. Du stürzt dich in den Kampf. Da müssen wir nämlich auch noch was freischalten. Aber ich habe jetzt wieder ein Artefakt, das vergiftet und mein Schwert verlangsamt. Muss ich dran denken. Gut. Autsch, da war eine Falle. Hab ich nicht gesehen. Boah, ich muss hier weg von den Fallen. Ah, noch eine Falle. Ah. Das Ding aktivieren. Gut. Die sind jetzt vergiftet, vermutlich.
Jetzt sind sie eingefroren. Autsch, das hat mich getroffen. Oh, das macht ganz schön viel Schaden, so eine Falle. Muss ich vorsichtig sein. Autsch, 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 autsch. Gottes Willen. Das ist daneben, ne? Ne, das ist getroffen. Gott, sind die Fallen aktiv. Achso, die machen auch mehr Schaden, ne? Die Fallen nerven. Nein! Oh, 4 HP noch. Gott. Gott. Ich muss hier ganz feige kämpfen. Gut, hier kam ich hinter. Ah! Gott. Wann sind die eigentlich tot? Gut, das war wieder mein Gift, was ich jetzt aktiviert habe. Ich weiß nicht mal, ob die sich vergiften lassen. Nein! Ich war nicht weit genug weg. Der andere war schon... Na gut, war schon ein guter Ansatz. Also die Rasse, die gefällt mir. Damit kommt man weit. Damit kommt man recht weit. Das finde ich gut. Wir haben diese beiden Tokens freigeschalten. Mal gucken. Die Fallen waren zu stark und ich hatte keine bessere Rüstung gefunden. Die Krakensekte, okay. Leinen los, okay. Das waren jetzt also zwei neue Events, Begegnungen, die wir jetzt haben. Punkte haben wir nicht viel, ist ja auch egal. Ich mache das ja hauptsächlich, um Tokens freizuschalten. Ah, nervt mich das. Ich hatte keine gute Rüstung. Nichts Verteidigendes. Ein paar Segen und sowas alles, aber nichts Verteidigendes. Und dann habe ich ja auch noch 50% mehr Schaden gekriegt. Ich erinnere mich, das war der Fluch. Der war jetzt mehr für mich gefährlich, weil ich überall immer anecken konnte. Aber die Fallen waren auch nervig. Manchmal haben die nach einer Sekunde schon sofort wieder aktiviert gehabt. Na gut. Dann würde ich jetzt auf Kamera mal das Deck für den nächsten Richtchen anbauen. Ich weiß nicht, was der Patch da alles verändert hat. Und dann schauen wir mal, wie wir beim nächsten Mal gegen den Geber ankommen. Ob wir da weiterkommen oder nicht. Wahrscheinlich werde ich da auch erstmal scheitern, weil ich, wie gesagt, ein bisschen aus der Übung bin. Aber naja, gut. Also... Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.